Zuletzt sind wir ja stehen geblieben. Wir sollen die netten Leute oder die noch im Turm eingesperrt sind treffen. Wir werden hier gerade überfallen. Und den Feinden und lassen erstmal ein paar Bretter fallen. So. Müssen wir gleich darüber. Unten liegen auch ein paar tot schon. So, geschafft. Lara, ich bin hier. Wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Okay, aber vorher gucken wir in die Kiste rein. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. So. Das heißt, wir dürfen gleich richtig Stress machen. Achso, halt. So, ein Explosivpfeil haben wir bekommen. Geht ja hier nicht anders, halt. Da hinten noch schnell hin. Ach, waren echt gerade ein paar Fehler. So, die nächste Kiste öffnen. Verbesserungswerkzeug. Ja, jetzt können wir. Hier liegt noch einer. So, den Pfeil nehmen wir mit. Halt, den Pfeil nehmen wir mit. Runter! Entdeckung! Ah, es wird Zeit, dass wir doch mal die schweren Geschütze auspacken. So, dann wollen wir nochmal hier. Explosionspfeile haben wir ab voll. Okay. Mistkerl! Okay. Schnell noch Granaten aufheben.
mal noch hier die Leichen plündern. Oh. Stoff ist voll, alles voll. Okay. Auf das Fass hätte ich schießen können. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Geschafft. Laura, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. Na gut, das lassen wir jetzt mal mit dem Leben. Warte, wir haben die Verbesserung. Das werden wir gleich mal nutzen, damit wir die Waffen verbessern können. So, mehr Magazin. Größeres Magazin. Okay. Und vorbei. Okay. Nix damit, ein scheiß Schild. So, das hören wir uns noch an. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen. Oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Es ist auch regelrecht hier wie eine Mongolen-Invasion. Explosionspfeile sind okay. Okay. Oh. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Sie ist hier. Oh ja, das bin ich. Feind entdeckt! Oh nein!
Puh. Jacob. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Ja, sie vertraut mir doch noch nicht so richtig, ne? Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Okay. Radseil. Wieso, was haben wir denn jetzt schon? Nee, Sprengfalle. Alles okay. Kinder. Ups, ich gucke nicht ins Wasser. Lass kurz die Karte gucken. Oh, ja. Da haben wir ein ganzes Stück noch. Oder da habe ich noch ein ganzes Stück vor mir zum Erkunden und zum Plündern. Okay. Dann mal weiter geht's. Das sind da ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Oh, eine Karte. Da geht's tief runter. So ein Feuersignal gewesen. Cool. Das gefällt dem Papa. Yeah. Das macht Fun.
So macht es ja richtig Spaß. Ach, da hätten wir auch einen anderen Weg gehen können. Na gut. Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Okay. Gut, können wir hier noch irgendwas im Lagerfeuer machen? So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Okay. Munition haben wir gecraftet. Fähigkeitspunkte haben wir noch 2 zur Auswahl. So, wir tun einfach mal hier Punkte verteilen. So. So, da müssen wir rein in die Kathedrale. Wenigstens das dann noch mitnehmen. So, und das Büchlein. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor 2 Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild. Und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. Ja, also ich muss ja aufpassen, hier gibt es gleich Wölfe. Cool. Soll was in die Luft jagen? Bäume. Kiste. Okay. Ah, wir können noch mehr lesen. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Okay. Achso, So. Jetzt weiß ich auch, wie wir in das andere Dings reinkommen. In dieser Art Gas. Wo das Gaswasser oder dieser Wasserfall dahinter war. Wo dieser Art. Wir nicht weitergekommen sind. Jetzt weiß ich, wie ich auch da weiterkomme. Nee, die wollen doch nicht, dass ich hier runterrutsche. Anscheinend wohl doch. Yep.
doch. Achso, ist einer der Jäger. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Ich grüße Sie. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen. Wenn es regnet, sammeln sich die Hirsche unter den Bäumen. Eine gute Zeit zum Jagen, wenn es sie nicht stört, nass zu werden. Ernsthaft? Gibst du mir jetzt Jagdtipps? Muss ich gucken, wo lang müsste ich denn? Okay, hier geht's wieder zum Wolf oder was? Nee, hier geht's nicht weiter. Aha. Muss Papa mal schauen. Okay, da müssen wir wieder zurückgehen. Achso, in die Richtung hätten wir also gemusst. So, hier entlang also. Erwischt? Ich hatte einen. Den hätte ich ausliefern können. Mit dem Bonus? Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Muss ich ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Okay. Da wird aber jemand Spaß haben. Das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, Sie ziehen Streichhölzer für den Job. Was soll's? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gebürgt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet, was aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs kleiner und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist da. Ist jemand. So. Ach, Mist. Sie haben mich gehört. Mist. Fehlalarm. Verstanden. Okay, einer ist da hoch. Gut, dann warte ich ab, bis der hier vorbei ist. Wie dem auch sei. Wo waren wir? Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Die Firmentypen sind hier draußen so nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's um den Auftrag? Irgendwas, was Sie uns nicht verraten? Identifizieren Sie sich! Mist! Ich hab nicht gesehen, dass er zu uns herkommt. Okay. Du und ich!
Ja, du und ich, ganz genau. Okay, das machen wir gleich. Ich sammle nur mal schnell Blut ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich heile. Nee, da geht's nicht. Ah, ist alles hier am Brand zu finden, deswegen. Darüber? Okay. Nee, das ist ja auch nicht super. Weitermachen. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Das sind doch ein paar Säfte. Zeigen Sie sich. Okay. Ich sehe mal nach. Zusammenbleiben. Ja, sieh mal nach. Moment mal, das sehe ich mir an. Verstanden. Gib mir Deckung! Ich werde geschossen! Feuer konzentriert! Er ist tot! Verlieren! Gib mir Feuerschutz! Ich gebe dir Feuerschutz! Ach, dann halt so. Geht halt nicht anders, sondern halt großer, schwerer Beschuss. Okay. Wie, da lag noch Papier drin. Na gut, jetzt ist es zu spät. Hieran können wir nichts machen. Okay. Die Kiste? Okay.
Pfeile nehme ich immer gerne auf. Hinten ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Ah, alles voll, okay. Pfeile sind auch voll. Ich sehe hier echt schlecht durch diesen scheiß Blutscheinwerfer. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger. Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Ja, das stimmt. Wenn so ein Vieh dann aggressiv ist, ist es vorbei. Sonst gibt's hier nichts mehr erstmal. Ah ne, halt, eins. Gucken wir mal anzünden. Wir gucken auf die Karte. Okay. Ah, wollte schon was haben. Halt, guck mal hier. Ah, ist schon voll. Pilze und so weiter und so weiter. Wir haben alles voll, hä? Ja. Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre es ungebührlich, hier gesehen zu werden. Es gibt Gerüchte, dass die Patrizier und die Kirche des Westens den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ich kann nur zuhören und die Worte des großen Mannes wiedergeben. Kein Mensch hat je die Wahrheit über Gott gesagt, da kein Mensch sie kennen kann. Das Herz eines Bauern oder Soldaten ist von heiligerer Natur als die Herzen von Fürsten und Kaisern. Wir alle werden von jenen getäuscht, die vorgeben, im Namen des Schöpfers zu sprechen. Kein Mensch spricht für ihn, da seine Stimme der Himmel, das Wasser und der Lauf der Welt ist. So, Pilze, Magnesium, haben wir alles hier. Okay. Okay, dann gehen wir weiter. Was haben wir hier? Oh, ein Totbandgerät. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Und lächelte. Sagte, er verstehe mich. Dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden. Dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Ah ja. Ja.
Okay. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay. Jetzt muss ich selbst erstmal gucken. Gehen erstmal hier nach hinten. Nah genug dran. Okay. Das gleich noch mal zu mir. Was? Genau. Angriff! Yes. Ich habe die Waffen verwechselt. Ich hatte ja noch eine Flasche in der Hand gehabt. Das Was hat er denn gesagt? Ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay, okay. Wir laufen hier erstmal ein bisschen weiter. An der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Top. Mist. Er ist getroffen. Rück davor, geht in Deckung. So, ja. Mist. Ein Präzisionsgewehr wäre jetzt super, echt. Geh in Deckung.
So, wo bist du? Ich bin auf Flankenposition. Ich stehe unter Beschuss. In Deckung. Oh. Okay. Ich glaube, ich jetzt ist keiner mehr da. Ach, Mist, wo? Aha. Puh. Wartet mal, ich muss meine Maus einstellen. Und? So, ich glaube, das war's jetzt. Eure ganze Munition nachher, die braucht ihr ja eh nicht mehr. Haben wir hier einen Benzinkanister, den nehmen wir auch nicht. So. Nachladen. Die 4. Okay. So, ich habe noch einen. Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Jemand hat ein Feuer in ihr entzündet. Lord Croft war zu sehr Theoretiker, ohne Entschlossenheit. Er war ein Feigling. Seine Tochter ist anders. Heute hätte ich fast befohlen, dass niemand außer mir Croft töten darf. Ich fürchte, sie trübt mein Urteilsvermögen. Ich muss daran denken, das Ziel ist kein weiteres Croft-Opfer. Das Ziel ist die göttliche Quelle. Okay. Also nein, ist nicht okay. Verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiß ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Also... Fakt ist, sie will diese göttliche Quelle haben, um zu leben. Aber... Warum müssen wir denn jetzt? Hä?
Ja, irgendwie da hoch, aber... bin ich gerade ein wenig überfragt. Hm. Okay, das kann man nicht ausschießen. Rausmachen auch nicht. Okay. Ich hab's ja gerade aus Augenwinkel gesehen. Keine Worte mehr. Schon gefunden. Im Weg. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Ach, deswegen ist er an uns damals vorbeigerannt. So. Mein Lager. Gucken, können wir irgendwas verbessern? Mehr Schusswaffe. Mehr Schaden. Okay. Jetzt Schnauzer. Können wir nichts mehr machen? Bogen auch nichts mehr erstmal. Okay. Wieder eine Fähigkeit. So. Wir können bestimmt irgendwann alles mustern. Halt, Sprengpfeile herstellen. Ganz vergessen. Sprengpfeile, Feuerpfeile. Haben wir wenigstens unser Spezialwaffenbestand geladen. So. Okay. Was denn her? Oh. Und was war das jetzt? Oh.
mich doch nicht so erschrecken einfach. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen, aber Konstantin geht kein Risiko ein. Okay. Ach so. So, komm mal hoch. Also die weiße Farbe ist echt ungemein. Angeblich den Weg zu dem, was die Einheimischen hier beschützen. Die göttliche. Den Teil kapiere ich noch immer nicht. Was diese Quelle auch ist, sie muss etwas Wertvolles sein. Aber die Firmentypen sagen. Ja. Also, behalte es für dich. Okay. Hat er jetzt nicht gerechnet, dass er einen Scharfschützen steckt. Na gut, Scharfschützen, wie man es nimmt. Ganz leise. Wartet. Achso. Suche nur noch ein weißes Blatt. Diese Runde hat er gerade festgemacht. Sie können weder zu gut noch zu schnell. Vorsicht, wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Okay.
So war's gemeint. Ich überlege gerade, wie soll ich da weiter nach oben kommen? Er muss da unten sein. Beeilung, Anna wartet. Haben Sie ihn? Ich bin unbewaffnet. So kaltblütig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle? Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Gottverdammten, aha. Jetzt ist er schon gottverdammt. Ha! Eine Aufzeichnung. Wir hören so uns an. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die Talbevölkerung aus ihren armseligen Hütten geholt und zu mehreren Siegen geführt. Ich wünschte, ich könnte ihr klar machen, wie falsch sie liegt. Wie fehlgeleitet ihre Moralvorstellungen sind. Notlösungen helfen der Welt nicht mehr. Ein einzelner Held rettet sie nicht. Die Idee, die göttliche Quelle der Welt zu zeigen, wäre lächerlich, wenn sie nicht so gefährlich wäre. Hab ich geglaubt, man könnte sie auf Trinitys Seite ziehen? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Wir waren uns nah, sie und ich. Es gibt eine Bindung. Aber ich fürchte, es gibt keine andere Wahl. Sie muss gebrochen werden. Und es ist möglich. Ich habe schon stärkere gebrochen. Ah ja. So, wir gucken noch mal ganz kurz hier. Oh. Okay, da unten liegt jemand. Ja, nichtsdestotrotz. Machen wir erstmal hier Feierabend. Ja.
Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese Katakombenhöhlen untersuchen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal ciao, ciao euch.